Hallo und herzlich willkommen auf Blumigos Blumenkanal. Die Monate April und Mai sind die typischen Monate, in denen bei uns die Kommunions- und Konfirmationsfeiern stattfinden. Viele von euch überlegen bestimmt schon, wie sie an diesem Tag den Tisch dekorieren könnten. Besonders beliebt sind solche Fische aus Buchsbaum, die mit ganz wenigen Handgriffen leicht herzustellen sind. Alle benötigten Materialien und den Buchsbaum findet ihr in unserem Online-Shop auf www.blumigo.de. Und was ihr ganz genau für diese kleinen Fische braucht, das zeige ich euch jetzt. Für die Fische aus Buchsbaum benötigt ihr natürlich Buchsbaum, den schneiden wir uns gleich in kleine Zweige zurecht. Dann benötigt ihr zum Binden ein Stück Dekodraht aus Aluminium, der lässt sich sehr gut später biegen. Zum Binden feinen Myrtedraht, da könnt ihr silberfarbenen nehmen oder auch grün oder braun, Schleifenband in weiß oder in eurer Wunschfarbe und eine Gartenschere. Zuerst schneidet ihr euch den Buchsbaum in kleine Stiele zurecht, und zwar so circa 5 cm lang. Und dann entfernt ihr im unteren Bereich einfach die Blätter. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch ein Stück Aludraht, meins hat jetzt eine Länge von 60 cm und biegt euch das gerade zu einem langen Strang. Dann nehmt ihr euch den Myrtendraht und wickelt den etwa 2 cm vom Ende des Aludrahtes fest herum und verzwirbelt die Enden miteinander, sodass nichts aufgehen kann. Dann nehmt ihr euch ein kleines Sträußchen von etwa 2 oder 3 Buchsbaumstielen, legt die auf den Aludraht so an und umwickelt hier unten die Stiele fest mit dem Draht, so, dass nichts verrutschen kann. Und dann nehmt ihr euch die nächsten 3 Stiele und legt die dann schuppenförmig so auf den Draht, dass die Bindestelle verdeckt ist, und umwickelt die Stiele dann wieder weiter mit dem Draht. Und so fahrt ihr fort, bis ihr den ganzen Aludraht komplett mit dem Buchsbaum bedeckt habt. Unser Buchsbaumstrang ist jetzt fertig gebunden und jetzt wiegen wir uns den Fisch, und das geht ganz einfach, weil der Aludraht sehr flexibel ist. Ihr dreht einfach die beiden Enden so übereinander, dass eine Fischform entsteht. Das kann man jetzt noch, der auch schön rund ist. So, genau. Jetzt kann man das Ende, also den Anfang, den wir gebunden haben, würde ich nach oben legen, dass das andere unten ist mit dem Draht. Und dann könnt ihr diese Stelle, wo die beiden Stränge sich dann kreuzen, noch mit einem Schleifenband verdecken. Unsere Fische aus Buchsbaum sind jetzt fertiggestellt. Ihr könnt die Fische in verschiedenen Größen anfertigen. Wie gesagt, mein Aludraht war jetzt 60 cm lang und der Fisch ist jetzt so groß geworden. Ihr könnt die aber auch größer oder kleiner machen auf jeden Fall. Plant für das Binden ein bisschen Zeit ein. Also ich habe jetzt für den Fisch etwa 30 Minuten gebraucht. Ihr könnt das aber ganz hervorragend vorbereiten, auch 2 oder 3 Tage vor der Feier, und wickelt dann die fertigen Fische einfach in ein feuchtes Tuch und lagert die kühl und schattig, und dann halten die sich auf jeden Fall auch einige Tage. Die Materialien und den Buchsbaum gibt es aktuell in unserem Online-Shop auf www.blumigo.de. Schaut doch da einfach mal vorbei und stöbert ein bisschen, und wir freuen uns auf das nächste Do-It-Yourself für euch. Bis dahin, tschüss!